Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuschaut. Wir haben uns ein Auto geliehen und wollen 4 Orte besuchen. Als erstes geht es nach Antigua. Im 18. Jahrhundert wurde diese Kapelle errichtet. Und wie man gut sehen kann, war es ganz schön windig an diesem Tag. Hier hat meine Frau einen Schmetterling entdeckt, der mindestens 15 cm Spannweite hatte. Leider kommt das im Video nicht so gut rüber. Man hätte vielleicht einen Finger hinhalten müssen, aber dann wäre er weggeflogen. Hier gibt es auch einen schönen Vorplatz mit vielen Palmen. Dann haben wir eine offene Tür gesehen und sind einmal in die Kapelle hineingegangen. Dann ging es wieder raus aus der Kapelle und wir schauten uns das Umfeld etwas näher an. Hier sieht man die Polizeistation und gleich nebenan das Rathaus.
Dann gingen wir ein bisschen die Straße runter und entdeckten einen schönen Springbrunnen. Eine interessante Landschaft und hier fällt gleich die rotbraune Erde auf. Dann fuhren wir etwas raus, denn ich wollte unbedingt einmal die Drohne starten lassen, obwohl es ziemlich windig war. Hier einmal Antigua von oben. Ständig kam auch die Windwarnung raus. Deshalb bin ich nicht allzu weit und nicht allzu lange geflogen. Das war mir dann doch zu gefährlich. Dann ging es weiter nach Tuinege, wenn ich es denn richtig ausgesprochen habe. Auch hier gibt es interessante Skulpturen zu entdecken.
Und hier die Pfarrkirche. Sie entstand 1790. Ist schon interessant, den Ortsnamen so groß zu sehen. Hier kann man viel Vogelgezwitscher hören. Und das war's auch schon von diesen beiden Orten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar und einen Daumen hoch da. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das Video auch ganz angeschaut habt. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.